Hallöchen mein Lieben und willkommen zu einem neuen Neuzugänge-Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, zunächst einmal muss ich mich für die Geräuschkulisse, Hintergrundgeräuschkulisse wahrscheinlich entschuldigen. Ja, es ist außerordentlich heiß diese Woche und ja, ich sehe es nicht ein, die Fenster zu machen, weil ansonsten ersticke ich hier drin. Deswegen wird es ein bisschen laut. Kann auch sein, dass manchmal die Feuerwehr vorbeifährt, aber ich versuche da zu unterbrechen, damit ihr nicht die Sirenen hören müsst. Und ja, wir starten mit meinen Neuzugängen aus dem Monat Juli. Und im Monat Juli gab es eigentlich keine geplanten Neuzugänge. Ich muss bitte mit meinen Haaren los ist. So. Es gab keine geplanten Neuzugänge, die waren alle ungeplant und ich habe die alle geschenkt bekommen aus ein oder mehreren Händen. Das heißt, wir sehen heute Bücher, die schon älter sind. Das heißt es. Genau. Die werde ich euch heute zeigen. Ich werde auch dazu sagen, aus welchem Jahr die sind. So. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Buch und das erste Buch riecht schon nach so einer Buchsammlung des Autoren, denn es ist, ich weiß gar nicht, das wievielte Buch, das ich das schon habe, aber dieser Autor ist auch schon auf meiner Liste der Bücher, die als nächstes gelesen werden. Das Buch ist aus dem Jahr, sage ich euch jetzt, 2005. Und das ist von John Grisham, der Verrat. John Grisham, davon habe ich auch schon im letzten Monat und im vorletzten Monat schon Bücher gezeigt. Er schreibt ja so Art Thriller-mäßig, so Richtung, ich würde ihn so ein bisschen mit den Brown vergleichen, aber ohne Verschwörungstheorien. Eher so Richtung, wir haben immer wieder einen Anwalt und dieser Anwalt kommt dann von seinem Tagesgeschehen ab oder so, eher in diese Richtung. Hier geht es nämlich auch um Folgendes, also um das Gleiche. Hier geht es um einen Anwalt, der halt wirklich auf dem aufsteigenden Ast steht. Der heißt Michael Brock und Michael Brock erlebt das eines der schlimmsten Sachen, die einem passieren können. Er wird halt, ja, er ist wird als Geisel genommen, beziehungsweise ist ein Teil der Geiselnahme und der Geiselnehmer ist aber ein Obdachloser, also der wirklich nicht so viel zu verlieren hat, beziehungsweise vom Leben nichts mehr, nicht so viel erwartet, ne? Und ja, dann fängt Michael an, sich damit zu beschäftigen, was um ihn herum eigentlich so passiert, was in dieser Welt abseits von diesem Star oder beziehungsweise von diesem Berühmtheitsdasein oder halt ja erfolgreich sein, denn sich so befindet und ist geschockt, dass außenrum wirklich das Elend herrscht und er sieht halt eben diese Bilder von den Obdachlosen, von den Menschen, die nicht so viel haben wie er und nicht so viel haben wie die anderen. Und natürlich dadurch verändert er sich selber, halt dadurch, dass er halt eben mehr Wahrnehmungen hat. Und das gefällt wiederum anderen Leuten nicht und hier haben wir halt eben diesen Twist, denn ja, manche sehen halt da drin einen Verrat, was er da so tut. So, also wird mal wieder ziemlich spannend. John Grisham kommt jetzt in die Reihe der anderen Bücher und wird dann, ja, je nachdem wie weit ich komme, dann als nächstes gelesen. Zusammen mit den anderen Werken von ihm bin ich gespannt. Ich bin so gespannt. Ich habe bisher von ihm so viel gehört. Ja. Gucken wir uns mal das Ganze dann an. So, dann haben wir als nächstes einen Thriller und das ist aus dem Jahr 2008. Genau, und ich habe hier sogar eine Erstauflage. Prinzentod heißt es und ist von Beatrix Gurian. Da drin geht es um Lissy und die verliebt sich in Kai und das ist eine verbotene Liebe, also es wird so ein bisschen tricky zwischen den beiden und dann passiert ein Unfall und sie muss feststellen, dass alles nicht so ist, wie sie es gedacht hat und ja, was da für
Geheimnisse ans Licht kommen nach diesem Unfall, da bin ich echt wirklich mal gespannt. Und ja, also ein Thriller. Als nächstes bleiben wir bei Thriller. Hier haben wir Lisa Jackson aus dem Jahr, ich sag's euch gleich, 2007. Das ist auch eine Erstausgabe. Und zwar Sanft will ich dich töten. Das ist auch ein Thriller aus dem Knau Verlag. Und hier drin geht es um eine berühmte Schauspielerin, die also halt aufsteigender Star ist, die so an Berühmtheit zunimmt, und die hat einen Stalker, und dieser Stalker ist dann außer sich, als er bemerkt, dass sein Idol nicht nur ein Bodyguard hat, sondern auch mit diesem Bodyguard auch zusammen halt, ja, also dass sie halt eben Gefühle für ihn empfindet. Und das bringt halt ihren Stalker noch mehr in Raserei, als er überhaupt ist, denn dieser Stalker ist auch noch ein Mörder noch dazu. Also, wie ihr seht, hier halt eben Spannung pur. Erinnert mich halt vom Klappentext eher so Richtung Bodyguard. Hatten wir ja da auch einen aufgehenden Star und ihren Bodyguard, zu dem sie sich hingezogen gefühlt hat. Und ich bin halt echt wirklich gespannt, ob das hier dann auch in diese Richtung gehen wird. So, dann auch ein ziemlich interessantes Buch. Das ist aus dem Jahr 2001 und das Wunderbare daran ist, dass es eine Weltbildausgabe ist. Und dies Ganze ist von Ulrike Scheikert, die Hexe und die Heilige. Ist sogar in so einem Hardcover. Ich finde es wunderschön, wenn ich an diese etwas älteren Bücher in Hardcover rankomme, weil die dann, ja, meistens haben die dann zwar schon gelbliche, also wirklich gelbe Seiten, und ich weiß, dass ich die danach wahrscheinlich auch niemals verkaufen werde, diese Bücher, oder dass ich die dann halt eben der Bücherei spende zum Beispiel, das geht ja noch, oder irgendwo in so eine Bücherbox hineinstellen werde, wenn ich mich dann von da trennen möchte. Aber als Hardcover finde ich, sehen die auch so sehr schön aus. Ich weiß nicht. Findet ihr Hardcover auch schöner als Taschenbücher? Ich meine, Taschenbücher sehen halt eben so, und wenn sie halt ein bisschen mehr Seiten haben, dann kommen unweigerlich Leserinnen rein. Aber Hardcover sehen für mich irgendwie immer schöner aus. Deswegen versuche ich auch zum Beispiel Klassiker ziemlich gerne immer in Hardcovern zu kriegen, weil die halt schöner aussehen im Regal. Naja, so, das dazu. Warum geht es in die Hexe und die Heilige? Wir befinden uns da im 16. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert, und da gibt es halt eben, gab es auch schon die Hexenverfolgung. Hier in diesem Roman geht es um zwei Schwestern, die ich finde, das ist ziemlich gegenteilig. Die eine ist eine Hebamme, das heißt, sie hilft Frauen bei der Geburt. Sie tut Arzneimittel den Frauen geben und verarztet sie nach der Geburt, hilft denen. Und die andere lebt im Kloster und ist im Kloster sehr beliebt. Sie wird auch im Kloster halt quasi von allen angehimmelt, weil sie halt sehr gute Arbeit leistet. Jetzt passiert es halt eben folgendermaßen, dass der Hebamme irgendwann mal Hexerei vorgeworfen wird, beziehungsweise sie beschuldigt wird der Hexerei, und ihr droht halt der Prozess. Noch dazu kommt hinzu, dass der Vogt diese angebliche Hexe zu ihr hingezogen fühlt, und er möchte ganz gerne, dass sie seine Gefühle natürlich auch noch halt ihm gegenüber erwidert. Und ja, hier glaube ich, kommen wir auf den Plot hinzu, dass eventuell die Heilige, also beziehungsweise die Schwester, die im Kloster wohnt und die halt auch so ein paar Fäden ziehen kann, dass sie dann wahrscheinlich ihrer Schwester, der Hebamme, helfen muss oder sollte.
Ja, ist ein ziemlich historischer Roman, geht halt ins 16. Jahrhundert zurück und ich bin da echt wirklich ziemlich gespannt, weil wenn man, also halt normalerweise, ich habe hier auch ein Buch, ich weiß, von der Frau Rausch heißt die, glaube ich, mit Nachnamen, mit Vornamen weiß ich nicht mehr. Da geht es ja darum, dass auch Kinder bei einer Hebamme aufgewachsen sind, die dann der Hexen, also Hexerei bezichtigt wurde und die dann jemanden der Hexerei bezichtigt haben, ja. Und hier haben wir halt wirklich zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich sind und wirklich ziemlich unterschiedliche Erfahrungen machen in ihrem Leben. So, das dazu. Nächstes Buch, das eingezogen ist, ist von Martha Grimes. Das ist ein echt altes Buch. Das ist aus dem Jahr, sage ich euch gleich. Nein, 1998, Entschuldigung, 1998, also schon etwas sehr viel älter. Und da sind es, glaube ich, eher Richtung Krimis. Also es ist so ein Taschenbuch. Und hier sind zwei Fälle drin. Und zwar geht es hier um einen Inspektor Juri. Und einmal geht es hier um Juri gerät unter Verdacht und einmal Juri steht im Regen. Also halt vom Cover sieht es echt wirklich schön aus. Ich glaube, das ist auch so ein Verlag, den es nicht mehr gibt. Und innen drin gibt es auch so Bilder. Das hat mich so geflasht. Also hier gibt es halt eben Bilder noch dazu. Und bei Juri gerät unter Verdacht geht es um Folgendes, dass Inspektor Juri angehängt wird, dass er der Mörder seiner Verlobten ist, die tot aufgefunden wurde. Darum geht es im ersten Teil und in dem zweiten Fall geht es darum, dass Inspektor Juri einen Mörder finden muss, der Frauen mit einem Schal erwürgt und tötet. Darum geht es hier drin. Das sind die beiden Fälle und ich bin da ziemlich gespannt, wie es denn sein wird. Es soll hier Spannung drin sein und ja, also es hört sich so ein bisschen an als so Krimi. Hier steht auch drin, Martha Grimes gilt auch in Deutschland schon länger als First Lady of Crime, also ein Kriminalroman. Oder zwei Kriminalromane, besser gesagt in einem. Bin ich gespannt. So, dann kommen wir weiter zu Hardcover. Einmal haben wir hier von Lionel Davidson und zwar aus dem Jahr. Nö. 1987. Das kam im Blanc Valais Verlag sogar raus. Die Rose von Tibet. Es ist ein sehr, sehr älteres Buch. Also man sieht es auch vom Cover, finde ich, dass es halt wirklich ein altes Buch ist. Es ist ein Roman. Ein Roman natürlich, so wie es da vorne hier steht. Und ich war bisher noch nie, also ich habe bisher noch nicht so viel oder beziehungsweise gar nichts, gar keine Romane aus Tibet gelesen. Natürlich weiß ich, wo Tibet ist, natürlich weiß ich so ein bisschen die Geschichte von Tibet, aber ich habe mich noch nie in Romanen über Tibet, halt eben, ja, habe ich noch nichts gelesen. Und hier geht es halt eben um Charles D. Houston, der 1950 London verlässt. Und sich auf die Reise macht nach Tibet. 1,5 Jahre später kommt er dann zurück, ist verwundet und hat 500.000 Pfund bei sich. Und er erzählt dann die Geschichte von einer Dame, nämlich der Rose von Tibet, die wohl sein Herz gestohlen hat. Klingt alles ziemlich abenteuerlich, bin ich ziemlich gespannt und ja. Wie es halt eben, wie diese Reise nach Tibet sein wird. Das nächste Buch ist auch ein sehr, sehr altes Buch und das ist aus dem Jahr 1979, also noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands. Und das ist von Evelyn Peters Klassentreffen. Ich glaube, der Verlag ist auch nicht mehr Lingen Verlag.
habe ich nicht mehr davon gehört. Auf jeden Fall Klassentreffen. Klassentreffen ist so, ich würde es Klappentext sagen, es ist ein typischer Frauenroman. Hier haben wir halt ein Klassentreffen von 7 jungen Damen, also die sich beim Klassentreffen treffen. Nach 25 Jahren. Und statt sich halt eben zu begrüßen und einem in die Arme zu fallen und zu fragen, wie es der anderen ging, schauen sie sich alle vorwurfsvoll an. Also das heißt, wir haben hier so eine angespannte Lage. Denn es geht hier hauptsächlich eigentlich darum, dass die eine auf die andere neidisch ist. Die eine ist verheiratet, die andere hat Kinder, die dritte ist, ist erfolgreich im Beruf, ja. Aber jede von ihnen ist neidisch auf die andere. Das heißt, die, die nicht verheiratet ist und wirklich den Beruf viel erreicht hat, wäre ganz gerne verheiratet, hätte eine Familie. Die, die verheiratet ist, ja, und seit sie glücklich verheiratet ist, die hätte gerne Kinder zum Beispiel. Und die, die Kinder hat, hätte ganz gerne auch einen erfolgreichen Job, ja, den sie halt, ja, den sie halt gerne haben möchte und ist deswegen auch auf die andere eifersüchtig. Also so drumherum geht es halt eben bei denen hier sehr viel um Gefühle von den einen und den anderen. Das öffnet sich so nach einer Zeit lang und also so wird es hier im Klappentext wenigstens beschrieben. Und ich bin da echt wirklich ziemlich gespannt, ob der Klappentext ob das Buch wirklich das hält, was es mir im Klappentext halt eben verspricht, dass ich hier halt wirklich so ein Frauenroman habe, den ich ganz gerne lese. Denn in Wahrheit ist es halt wirklich immer so, dass wir halt immer das wollen, was wir im Moment nicht haben und ja, dass wir halt eben ein bisschen neidisch sind auf die, die das haben. So, das dazu. Jetzt kommen wir noch einmal nach Tibet. Und zwar ist es ein Buch aus dem Jahr 1985. Und das ist sogar aus dem Goldmann Verlag. Den Goldmann Verlag gibt es ja immer noch. Das Zeichen für Goldmann Verlag war damals noch so. Und das ist von C.C. Bergius oder C.C. Bergius, Endstation Tibet. Das ist ein Roman. Ich würde nicht nur sagen, dass es ein Roman ist. Ich würde sogar ein bisschen so in Thriller-Roman gehen, denn vom Klappentext her ist es wahnsinnig aufregend. Also es ist wirklich so 2012, also der Film. hier haben wir halt zwei Brüder, einmal Jean-Paul und Pierre Massol, und das Ganze fängt in Paris an. Die sitzen halt in einem Café. Der Jean-Paul ist, Jean-Paul ist ein Luftwaffenoffizier und Pierre Massol ist ein Journalist. Und sie sitzen halt eben in diesem Café, trinken ihren Kaffee und hören ein Gespräch von Männern mit, die darüber reden, dass Wissenschaftler auf der ganzen Welt verschwinden. Und Pierre Massol, bei ihm weckt halt der Journalistensinn und er möchte sich ganz gerne damit befassen und ihm fällt ein, dass er ja eine junge Dame kennt, deren Vater ja auch verschwunden ist und der war auch Wissenschaftler. Und das Ganze geht so weit, dass wir dann am nächsten Tag dann halt eben feststellen, dass der Erde von einer ungeahnten Macht einfach der Krieg erklärt wurde. Und ja, ich glaube, es geht hier darum, dass wahrscheinlich irgendetwas den Bewohnern der Erde damit droht, die Eiskappen zu schmelzen und dass alles halt eben unter Wasser kommt. Und weil Tibet, glaube ich, soweit ich weiß, an der höchsten Stelle der Erde oder beziehungsweise über dem über dem Meerspiegel steht, glaube ich, machen sich wahrscheinlich auf den Weg nach Tibet, weil hier steht halt eben über Tibet eigentlich gar nichts drin, nur halt, ja, die Geschichte, die halt in Paris stattgefunden hat. Da bin ich halt eben gespannt. Er erinnert mich vom Klappentext echt wirklich an 2012, an diese ganze Geschichte mit dem Untergang der Erde, ja. Und ja, also das hier verspricht spannend zu werden. So, wir neigen uns dem Ende hin, falls ihr euch gefragt habt, wann es endlich zu Ende ist.
Das nächste Buch ist ein Buch aus dem Jahr 2001. Ist im Piper oder Piper Verlag. Ich weiß nicht, wie man den Verlag wirklich richtig ausspricht. Ob in Englisch oder in Deutsch. Auf jeden Fall ist es von Rebecca Beguin, Die Hälfte des Himmels. Das sieht folgendermaßen aus. So. Und kurz und knapp gesagt geht es hier um die Frauen in der Luftfahrt, die Pionierinnen der Luftfahrt, die halt angefangen haben mit den Flugzeugen zu fliegen. Und ja, es findet hier ein Wettbewerb statt unter den Frauen, die mit Flugzeugen fliegen. Und da verschwindet eine urplötzlich. Und ja, ich bin halt gespannt, wie das ist. Ich habe darüber noch gar nichts, also ich habe darüber noch gar keine Bücher, beziehungsweise ich habe darüber auch gar nichts gelesen. Ich weiß nur, dass eine wohl, also vom Geschichtlichen her gesehen, ist doch wirklich eine Pilotin mal verschwunden und man weiß nicht wo. Man hat nach ihr gesucht und hat sie bisher noch gar nicht gefunden. Also sie ist spurlos verschwunden mit ihrem Flugzeug zusammen. Und ansonsten, ja, scheint das hier auch ein Roman zu sein über die Frauen und die Entwicklung der Raumfahrt für die Frauen. Bin ich gespannt, ne? Wie es sein wird. Als nächstes kommen wir zu einer historischen Familie, von der ich ganz gerne mehr gelesen hätte, weil die irgendwie tauchen sie überall auf und die sind überall und über die wird gesprochen und im Endeffekt aber ja, ich wollte auch immer so eine Biografie von denen haben und die mir mal durchlesen, aber ich weiß nicht, wie ich mit denen dann zurechtkomme oder nicht. Also auf jeden Fall, dieses Buch hier, was ich hier habe, ist von 2008 und nein, das ist von 2003. Genau, das ist nämlich die erste Auflage, im September 2003 ist sie erschienen. Und das ist von Eva Thies, Das Rätsel der Borgia, ein historischer Roman. So, das ist halt wirklich die wahrscheinlich berühmteste Familie Italiens, die Borgias. Die haben ja so ziemlich krumme Dinger gedreht und ein Papst war ja auch ein Borgia mal gewesen. Und hier sind wir auf dem Hof von Franz dem Ersten. Und hier verliebt sich die Hofdame der Prinzessin, mit dem, die Laura heißt, in den italienischen Gesandten Alessandro. Und ja, Alessandro hat da ein bisschen Angst, ja, die ganze Beziehung publik zu machen, denn er denkt, dass auf ihm der Fluch der Borgias liegt, beziehungsweise, dass er halt Nachfahre der Borgias ist. Er geht halt eben dann dem Ganzen nach, um sicher zu sein, dass es entweder nicht so ist oder doch so ist, und er möchte es ganz gerne wissen, ob es denn wirklich stimmt, und kommt dann zu dem einzigen Mann, der ihm etwas sagen könnte, ihn beruhigen könnte, und er sagt zu ihm, nee, besser du weißt da nichts. Also besser du, ich würde sagen, halt dich da raus. Und ja, es kommt halt eben zu, er stellt halt eben Nachforschungen an und kommt dann zu dem Entschluss, dass wirklich so Gefahren drohen, nicht nur ihm gegenüber, weil er die Nachforschungen anstellt, sondern auch Laura gegenüber, die natürlich in ihn verliebt ist. Genau, die Borgias, ich glaube, es ist die interessanteste und wirklich die berühmteste Familie Italiens. Und ich bin hier halt echt wirklich gespannt. Also Romantik pur und dann halt noch die Borgias, ne? Wunderbar. Wir kommen zum vorletzten Buch. Also wir haben es jetzt fast geschafft. Und zwar kommen wir zu einer wirklich historischen Lady. Und das Buch ist aus dem Jahr 1971. Und zwar geht es hier um Maria Stuart und das ist ihre Biografie.
also beziehungsweise ja, 1971. Ich glaube, da ist auch nichts Neues dazugekommen. Ja, Maria Stuart ist halt, ja, sie war ja die Königin von Schottland. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lage jetzt in den Schulen ist, aber wir mussten damals so einen Teil von Maria Stuart uns natürlich auch also durchlesen, beziehungsweise mussten da einen Teil von ihrer Geschichte auch kennen, weil es natürlich ein Teil der Geschichte Englands ist und ein Teil der Geschichte Schottlands. Maria Stuart war, glaube ich, jetzt will ich nichts falsch erzählen, entweder die Schwester oder die Cousine von der Königin von England. Ja, ihr könnt mich ganz gerne berichtigen, falls es nicht so ist. Und sie war aber für die Königin von England ein Dorn im Auge, weil sie ziemlich beliebt war. Sie war beliebt bei dem schottischen Volk und sie war halt die Königin von England hatte ziemlich viel Angst und hat sie dann einfach mal eingesperrt. Ich glaube, sie wurde sogar hingerichtet, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich will jetzt da nicht irgendwas erzählen. Ich finde gut, dass ich jetzt die Biografie von ihr habe. Ja, finde ich nicht schlecht. Also das ist wirklich hier Maria Stuart hier vorne. Und wir haben dann hier halt die Thronfolge, um die es ja auch da ging, zwischen der Königin von England und Maria Stuart. Und dann haben wir hier auch nicht nur Geschriebenes, sondern wir haben zwischendrin hier auch Bilder. Die kann ich euch ganz gerne zeigen. Moment, ja, hier. Also nochmal so Bilder in Schwarz-Weiß von den einzelnen Personen und so weiter, die da halt ihre Finger im Spiel hatten. Und ja, also wie gesagt, bin ich mal gespannt. So, und wir kommen zum letzten Buch. Das letzte Buch ist aus dem Jahr, sage ich euch gleich, 1997, genau, 1997. Und das ist sogar ein Bertelsmann Club Buch und es ist in so einem guten Zustand, also man sieht ihn gar nicht an, dass es aus dem 1997 ist. Es ist gar keine Verfärbungen, entweder wurde das Buch nicht gelesen oder es stand halt einfach nur da. Kann auch sein. Und es ist von Diana Norman, Die Brautgabe. Ein Roman und das, ich glaube hier steht auch gar nicht drin, aus welchem Jahr das ist. Sondern hier steht einfach nur drin, dass Mathilda de Riesel, ja okay, also auf jeden Fall Mathilda, die aus der Normandie, sie hat halt eben, sie wollte eigentlich nicht heiraten, aber ihre älteren Brüder sind gestorben und deswegen muss sie halt, um den Namen halt eben weiterzugeben, beziehungsweise ja, um das alles halt eben zu behalten zu können, muss sie einen Mann heiraten. Und sie hat hat ziemlich viel als Brautgabe dazu bekommen. Das heißt, sie ist, wie es aussieht, ziemlich wohlhabend, hat Ländereien, aber der Mann, den sie heiraten sollte, hat nur Sumpflandschaften. Und ja, hier ist halt eben echt wirklich so eine Liebes, also es ist ein Liebesroman gemischt. Es kommt mir so ein bisschen vor wie Angelique, aber doch nicht. Also es wird halt eben hier sehr romantisch. Und ich bin halt echt wirklich hier gespannt. Erstmal bin ich gespannt, was für eine Brautgabe denn die Mathilda denn dabei hat. Und ja, wie sie da mit ihrem zukünftigen Bräutigam oder Bräutigam da zusammenkommt. So, das waren meine Neuzugänge aus dem Monat Juli. Im Monat Neuzugänge, Monat ab August wird es wahnsinnig spannend, das kann ich euch versprechen. Denn es geht mir ein Buch nicht aus dem Kopf, nur ein einziges Buch, was mich die ganze Zeit verfolgt. Ich habe den Film schon davon gesehen, ich sehe das in jedem fast jedem Booktuber auf einmal und mir wird es auch in verschiedenen Sprachen schon vorgeschlagen bei Online-Geschäften.
Und ja, also es wird halt eben spannend für August, jetzt gegen August. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einige andere Bücher kennengelernt, schon etwas ältere Bücher, aber man kann sie immer noch in neueren Auflagen holen. Ich finde, Bücher haben nie ein MHD und wenn sie einem nicht gefallen, dann holt man sie nicht und wenn sie einem gefallen, dann kann man sie immer wieder ausprobieren und ansonsten, ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus diesem Video. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr beim nächsten Video dabei wärt. Bis dann, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Lesen. Tschüss!